Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder eine Campus-Tüte für euch dabei. Für die, die es nicht wissen, ich habe da schon 3 oder 4 Videos zugemacht. Das ist eine Tüte, in der sind Werbegeschenke drin. Was da drin ist, werdet ihr gleich sehen. Die werden in der Regel einmal pro Semester oder auch manchmal mehrmals an der Uni verteilt. Und die sind kostenlos. Man kann sie sich aber auch im Internet auf der Seite von der Campus-Tüte bestellen. Das wäre www.campustüte.de. Dazu aber später mehr. Ohne jetzt lange um den heißen Brei zu reden, fange ich einfach mal an mit dem Unboxing, denn ich denke, das ist der Grund, wieso ihr hier seid. Was mich hier direkt schon anlacht, sind diese Cup Noodles von Nissin. Das sind solche Instant-Nudeln. Die sind eigentlich echt ganz cool. Schön, dass sie dabei sind. Man muss aber auch schon sagen, es riecht schon die ganze Tüte nach diesen Asian-Nudeln. Scheinbar sind die zumindest nicht geruchsdicht verpackt. Dann haben wir hier ein Red Bull. Sehr schön. Letztens wurden auch Energy Drinks an der Uni verteilt. Dann haben wir hier ein Bazi. Das scheint ein Cola-Mix-Getränk zu sein. Also quasi einfach ein Spezi von einer handwerklichen Brauerei. Wunderbar, Spezi ist toll. Dann haben wir, wunderbar, das, was alle Studenten brauchen, Bier. Bevor ich mit dem Unboxing weitermache, gehen jetzt erstmal die Grüße raus an den Sponsor dieses Videos, und zwar an meinen Kumpel Daniel. Der streamt auf Twitch, und was er macht, das erklärt er euch am besten einfach selbst. Moin Moin, ich bin DokiDokaTV auf Twitch und streame hauptsächlich Yu-Gi-Oh! Duel Links, Dead by Daylight und zurzeit Sleeping Dogs. Wird aber in Zukunft natürlich mehr variieren, was ich streame. Schaltet doch ein. Außerdem wieder mit dabei haben wir hier eine Ovomaltine Schokocreme. Die waren die letzten paar Male auch schon mit am Start. Die ist eigentlich ganz lecker und kostet eigentlich auch ein paar Euro. Was wir noch haben, ist dann, wir haben ein Bilou Diamond Hands, das ist ein Handschaum, den bekommt die Freundin. Dann haben wir ein Corny Energy. Außerdem haben wir zermatschte Reese Peanut Butter Cups. Die sind eigentlich ganz lecker, aber der sieht aus, als wäre die Red Bull Dose oder ähnliches drauf gestanden. Der ist schon ganz schön zerquetscht. Dann haben wir kalten Tee von Mesmer. Eigentlich ganz nett, aber ich muss sagen, ich habe die von den letzten 2 oder 3 Campus-Tüten immer noch hier rumliegen und habe ihn nicht getrunken. Dann haben wir noch ein Corny Energy. Da haben wir schon 2. Und wir haben was vom Fraunhofer. Das sind Gummibärchen, okay. So, jetzt sieht die Tüte auch schon ziemlich leer aus. Also nicht ziemlich leer, aber es sieht so aus, als wenn keine sinnvollen Dinge mehr drin wären. Den restlichen Inhalt hole ich jetzt auch noch raus. Und zwar Papierkram. Wir haben hier Werbung für die FAZ. Wir haben Werbung für die Campus-Tüte. Werbung für einen Organspenderausweis. Werbung für den Nordbayerischen Kurier, das ist eine Zeitung in Bayreuth, oder ich nehme an, dass es der Nordbayerische Kurier ist. Zumindest steht Kurier drauf. Dann haben wir eine Sternla-Werbekarte, wo auf der anderen Seite was mit E-Bikes drauf ist. Sternla ist auch der Hersteller des Biers. Das ist toll, ich mag das. Habe ich mir auch schon so ab und zu geholt. Dann ist hier eine Werbekarte dabei vom Fraunhofer-Institut. Ein Studentenspezial, Medi Bayreuth, das ist das, ich nehme ein Basketballteam, da der Typ einen Basketball in der Hand hält. Ein Gutscheinheft, da komme ich gleich noch zu, das zeige ich euch mal kurz. Vielleicht könnt ihr dann auch einfach die Codes für euch brauchen, weil ich brauche sie definitiv nicht. Wir haben noch Ferrero-Werbung. Wir haben einen Senior-Taco-Gutschein, dass man einen Dip gratis bekommt, wenn man da essen geht. Das ist ein Mexikaner. Wir haben von der Pasta-Box, die hat neu in Bayreuth aufgemacht, ein Rabattcode von 15% auf allen Gerichten, den hebe ich auf. Die Pasta-Box mag ich, gefällt mir. Und dann haben wir zur Lamperie, da war ich erst diese oder letzte Woche, eine Stempelkarte für Cocktails. Blöd, dass ich keine Cocktails trinke. Dann habe ich Storebox, dein Lager nebenan, Werbung, brauche ich nicht. Spiegelwerbung, die stehen auch generell ab und zu mal an der Uni. Dass man doch ein Spiegelabo machen kann. Brauche ich auch nicht. Und ein Heft, das steht drauf. Exquisite. Auf beiden Seiten. Auf der einen ist ein
Mann, auf der anderen eine Frau. Ich werde in dieses Heft nie reinschauen, das wandert bei mir auch direkt in den Müll. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz, wie die Ausbeute eigentlich war. So, hier seht ihr nochmal die Ausbeute des heutigen Abends. Ich denke mal, da die Campusdiät umsonst ist, kann man darüber nicht klagen. Meine persönlichen Highlights sind definitiv das Sternlab-Bier und die Bazi-Spezi, das Bazi-Spezi. Die Suppennudeln, bin ich auch mal gespannt, wie die schmecken. Die hatte ich, glaube ich, noch gar nicht in der Szene. Ovomaltine werde ich, glaube ich, auch verschenken. Das Bilou werde ich verschenken. Cornis werde ich irgendwann mal essen und vielleicht werde ich auch in nächster Zeit den Pasta-Box-Gutschein nochmal verwenden. So, jetzt zeige ich euch noch das Gutscheinheft und die Codes, sofern sie denn hilfreich sind. Hier gibt es einmal Foodspring 15% auf alles. Einlösbar auf den ihrer Seite. Hier seht ihr die Gutscheinbedingungen. Das sieht jetzt irgendwie nicht so aus, als wenn es da einen Gutscheincode gibt irgendwie. Interessant. Dann gibt es hier wieder einen Mömax-Gutschein, Möbelhaus. Der Code ist auf der Rückseite. Könnt ihr gerne nutzen, ich brauche das nicht. Dann ist hier Hypovereinsbank. Ich bin mir nicht ganz sicher, Girokonto oder irgendwas. Brauche ich auch nicht, braucht wahrscheinlich fast niemand von euch. Hier ist dann auch wieder die Bedingung. Dann als nächstes gibt es irgendein Wort, auf dem es scheinbar Gemüse gibt mit einem Rabatt. Hier sind auch wieder Gutscheinbedingungen. Dann gibt es hier Best Secret, interessant, Best Secret, ja. Also wenn ihr euch Designermarken kaufen wollt, viel Spaß mit dem Gutschein. Hier ist dann Lvsk. Hier könnt ihr auch den Gutschein haben. Das sind schon sehr witzige Namen, dass die Unternehmen da inzwischen haben. Haben wir hier Discount Lens, da geht es bestimmt um Kontaktlinsen oder so. Also wenn ihr da was braucht, ist hier der Code. Dann haben wir hier noch I am Students, Semesterticket. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, generell die falsche Person, wenn es um so Papierwerbung geht. Ich werfe die in der Regel einfach weg. Ja, hier ist Backmarket, was auch immer das sein mag, mit einem nicht Gutscheincode, sondern auch einen Link, auf den man gehen muss. Kaspersky, da wie immer, holt euch einfach den Windows Defender. Der macht sein Zeug auch auf Windows Notebooks. Und das war's auch schon mit dem Gutscheinheft. So, das war's auch schon mit dem Unboxing. Ich persönlich fand es ja ganz nett, dass da jetzt einige Sachen drin waren, mit denen ich was anfangen kann, wie zum Beispiel der Spezi, dem Bier, den Instant-Nudeln und der Ovomaltine-Creme. Aber generell muss ich sagen, ich hatte eigentlich nicht mehr geplant, dieses Jahr noch eine Campus-Tüte zu machen. Denn regulär, wenn man sie sich kauft, kostet sie, glaube ich, irgendwo zwischen 7 und 10 Euro. Wenn man eine will, glaube ich, 7. Wenn man zwei will, 10. Weil man das Porto zahlen muss. Und das ist es mir einfach nicht wert, weil ich sage, einen Großteil davon benutze ich einfach nicht und brauche ich nicht. Aber da sie momentan wieder kostenlos am Campus zu bekommen ist oder jetzt zu bekommen war, vielleicht kommt sie nochmal. War normalerweise immer so. Kann man sie mitnehmen, aber kaufen würde ich sie mir inzwischen nicht mehr. Das war's, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!